Friedensteinfunk. Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk, dem Podcast der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Von unserem Gotha-Schlosshügel funken wir hinaus in die Welt. Ihr hört Geschichten rund um den Friedenstein aus Gotha und der großen, weiten Museumswelt. Heute sprechen wir mit der Autorin Elisabeth R. Hager über sprechende Köpfe. Talking Heads. Das sind 8 Objekte aus dem Herzoglichen Museum, denen sie mit ihren Klangkunstwerken Leben eingehaucht hat. Auch mit dabei ein Friedenslügner und guter Deutscher, ein rätselhaftes Liebespaar. Merhaba. Wie finden Sie, was Sie hier sehen? Exotisch? Aufregend? Schön? Wissen Sie überhaupt, dass ich kein Kunstwerk bin? Ich bin ein Mensch. Sie blicken auf meinen Sarg. Zu Lebzeiten war ich die Herrin eines großen Hauses, eine Sängerin des Amun. Jetzt liege ich hier in diesem Museum, stumm, mumifiziert und voll verglast. Qualitätsarbeit made in Germany. Glauben Sie, ich ruhe hier in Frieden? Ist es bei Ihnen nicht verboten, Gräber auszuplündern? Haben Sie etwa Angst vor mir? Fürchten Sie sich vor dem Fluch der Mumie? Keine Sorge, wenn ich Zauberkräfte hätte, wäre ich längst von hier verschwunden. Das war Tianqian, die wir hier gerade gehört haben. Eine Mumie aus der 21. 22. Dynastie. Aus Theben stammt sie. Sie ist übrigens an einer vereiterten Zahnhöhle gestorben. Das hat man im Computertomographen festgestellt. Aber natürlich war das nicht Tianqian, sondern Elisabeth R. Hager, die ihr ihre Stimme geliehen hat. Hallo Elisabeth. Hallo. Du bist Autorin, Schriftstellerin, Kulturvermittlerin, Klangkünstlerin und du bist auch in diesem Jahr die Autorin hinter der Beredsamkeit der Dinge. Das ist eine literarische Intervention im musealen Raum. Da hängen auch 8 Sessel, die gemütlich sind und überall im Herzoglichen Museum rumstehen mit zusammen. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was das ist, was du da gemacht hast. Ja, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und die sehr gerne angenommen, auch die Herausforderung. Das ganze Projekt beschäftigt sich damit, dass die Objekte im Museum ja eigentlich visuelle Reize sind und natürlich die Ausstellung auch ohne jede zusätzliche Kunst, die darum gestülpt ist, sehr sehenswert ist. Aber Beredsamkeit der Dinge ist, dass der Gedanke, dass manche der Objekte zu sprechen beginnen, beziehungsweise die Frage steht im Vordergrund, was würde eigentlich passieren, was würden die sagen, die einzelnen Objekte, wenn die sprechen könnten? Und das fand ich sehr, sehr spannend, zumal ich mir solche Fragen sehr oft stelle. Das ist eigentlich auch so eine Hauptfrage meiner Arbeit, wie wann lebt etwas und was sind eigentlich die Bedingungen für Leben, beziehungsweise wann... Von wann lebt etwas? Ja, das ist eben die Frage. Wann beginnen die Dinge zu leben? Leben sie vielleicht schon ohne, also obwohl sie noch ihren Objektcharakter haben, oder ist es genug, über sie zu sprechen? Es gab in der deutschen Aufklärung oder deutschen Rationalismus einen Philosophen, Christian Wolff mit Doppel-F, der hat behauptet, dass alles existiert, was man denken kann. Und dass dann alles auch lebt, was man denken kann. Und das ist zum Beispiel ein Gedanke, den ich damals, als ich den gehört habe vor vielen Jahren, wahnsinnig spannend fand und ich dachte so, wow, die Frage, ob es Geister gibt, stellt sich dann ja nicht mehr. Oder die ganzen Dinge, die eben körperlos sind. Aber zurück jetzt zum Museum. Ich wurde auch eingeladen. Genau, ich will dich nicht total in der ersten Minute gleich völlig umgleisen. Genau, also ich wurde gefragt, mir Objekte auszusuchen im Herzoglichen Museum und die zum Sprechen zu bringen. Und diese Art der Einfühlung finde ich einfach ganz grandios und macht mir irrsinnig Spaß. Soll ich auch was zu Tianqian sagen? Oder? Also ich hätte jetzt was zu der Beredsamkeit der Dinge gesagt, ja, aber sage gerne vorher was zu Tianqian. Wir haben ja gerade dieses Stück gehört über Tianqian und da war ich richtig gehend, naja, wie soll ich das sagen, in so einer, also es war wie so ein
ein kleiner Schock für mich, dass in so einem Kunstmuseum eine Leiche liegt sozusagen, weil das Spannende halt am Herzoglichen Museum ist, dass es eben nicht wie andere Museen aufgebaut ist, dass man eben so Spatenhäuser hat, die einen machen Naturkunde, die anderen machen das, sondern dass es halt eine Wunderkammer ist, nur eine derartig aufgeblähte Wunderkammer, dass es halt ein ganzes Museum füllt. Irgendwie hat mich das sehr fasziniert, weil eben dieses kuratorische Auge, das man sonst so hat, einfach die Liebhaberei von Privatpersonen, also auch Adelige natürlich, aber Leute, die gar keine ausgewiesenen Kunsthistoriker oder so oder Kunsthistorikerinnen sind, sondern Leute, die einfach Sachen cool finden. Und dann hat es mich halt total gerissen, als ich gesehen habe, da liegt jetzt eigentlich eine Leiche. Und die würde man jetzt, klar, im British Museum liegen auch Leute oder im Vatikanischen Museum gibt es auch eine Mumie, habe ich neulich gesehen. Aber genau, das hat mich einfach fasziniert und ich habe mir die Frage gestellt, ob den Leuten überhaupt klar ist, was sie sich da anschauen. Mhm. Ob sie jetzt ein Kunstwerk betrachten oder ob sie mit dem Gedanken jemand, also da stellt sich dann die Frage des Lebens nochmal ganz anders. Ja. Weil jemand wirklich gelebt hat und man stellt halt quasi die Hülle aus in einem schönen Sarg, aber trotzdem ist es eigentlich ein Mensch gewesen. Ja, ist eine sehr aktuelle Debatte auch in Bezug vielleicht auch auf Kolonialismus, wie man die Objekte hergebracht hat, wie sie vielleicht im damaligen Kontext gesehen wurden, wie wir das heute auch vielleicht umdeuten. Aber genau, ja, und unser Museum, das stimmt, das ist toll. Wir haben eine Universalsammlung. Die Herzöge haben über die Jahrhunderte weg ganz viele Dinge gesammelt, ganz unterschiedliche, die unseren Kunsthistorikern, Historikern, Naturwissenschaftlern heute schön viel Arbeit bescheren. Genau. Mhm. Nee, aber nochmal jetzt zur Beredsamkeit der Dinge. Also du hast die Talking Heads geschaffen. Das sind praktisch kleine Objekttexte. Also Aufgabe war 600 Zeichen, aber eben nicht das typische Entstehungsort, was man sonst so auf den kleinen, unleserlichen, meist Zettelchen neben den Objekten findet, sondern das Ganze eben aus literarischer Sicht zu machen. Und diejenige, die das vor dir gemacht hat, die hat ihr Projekt Sprechende Objekte genannt. Das ist Miko-Sophie Kümel. Die hat praktisch den Staffel Stab an dich weitergegeben. Wie ist sie auf dich gekommen? Kennt ihr euch? Und ja, wir kennen uns schon relativ lange und wir sind auch große Fans der jeweiligen Arbeit. Und sie hat mir auch von dem Projekt erzählt, als sie es gemacht hat. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ungefähr zeitgleich habe ich in Österreich ein, das heißt Archiv seltener Arten, eine Klangsammlung oder eine Stücksammlung von vom Aussterben bedrohten Pflanzenarten gemacht mit so kleinen Klangkunststücken. Und da waren wir also an ganz ähnlichen Dingen dran. Und sie war so, was, du machst auch sowas? Und ich so, ja, und du auch? Also es war, das war irgendwie eine sehr schöne Erfahrung und ich habe mich auch sehr geborgen gefühlt, mit ihr zusammen über diese Themen zu sprechen. Und als sie dann meinte, sie muss den Staffelstab weitergeben, war ich ganz still, weil ich mir dachte, oh, das wäre so schön, wenn ich das machen könnte. Aber ich wollte das natürlich nicht sagen. Und dann habe ich mich immens gefreut, dass sie mich gefragt hat. Und ihr habt euch auch ganz unterschiedliche Objekte ausgesucht. Wir hören jetzt einen Beitrag über einen, der eher eine dunklere Geschichte hat, den Herzog Karl Eduard von Sachsen, Coburg und Gotha. Gemacht hat's Claudia Klein und ja, hören wir mal rein. Sichtbar, unsichtbar. Im Oktogon des Herzoglichen Museums stehen die Büsten der vier Herzöge des Hauses Sachsen, Coburg und Gotha. Ernst der Erste, Ernst der Zweite und Alfred auf einer kleinen goldenen Basis. Karl Eduard auf einer schwarzen. Ein Versehen? Ein Rätsel? Ein äußerst diskreter Fingerzeig? Karl Eduard von Sachsen, Coburg und Gotha, 1884 in Großbritannien geboren, hatte seit 1905 das ernestinische Herzogtum regiert. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurde er entmachtet und enteignet. Karl Eduard war nicht nur der letzte amtierende Herzog, er war auch Enkel der englischen Queen Victoria und ein überzeugter Nationalsozialist oder ein Friedenslügner, wie Professor Hubertus Büschel von der Universität Kassel formuliert. Denn Karl Eduard trat bereitwillig und geradezu begeistert in die Dienste der Nazis. Er reiste durch die Welt und beteuerte Hitlers Friedenswillen. Dem recht ungeschliffenen SS-Mann Joachim von Ribbentrop beispielsweise ebnete er den Weg in die höchsten Kreise der englischen Gesellschaft. Hubertus Büschel. Karl Eduard war eine Art von Diplomat, ohne selbst ein Diplomat zu sein, und konnte seine Hintergründe, seine Herkunft eben als Enkel der Queen Victoria nutzen. Einmal
für Zugänge zur königlichen Familie und auf der anderen Seite dann auch über seine Schwester Alice Athlone und entsprechende Pferderennen, Partys und Empfänge, bei denen es eben darum ging, die Aristokratie vor allem und die britische Elite zu überzeugen, dass Hitler angeblich den Frieden in Europa herstellen würde, um in dieser frühen Zeit auch Verbindungen mit Großbritannien zu knüpfen. Hubertus Büschel ist Historiker und hat eine sorgfältig recherchierte Biografie über den gut vernetzten Herzog geschrieben. Denn Karl Eduard war nicht nur in pseudodiplomatischer Mission unterwegs. Er nutzte seine dynastischen Verbindungen auch in seinen zahlreichen Ehrenämtern und als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, zu dem er sich kaum ein Jahr nach der Machtergreifung ernennen ließ. Aber das Deutsche Rote Kreuz, eine humanitäre Hilfsorganisation, daran kann doch nichts falsch sein, oder? Unter Karl Eduards Präsidentschaft war seit Ende 1933 aus dem Deutschen Roten Kreuz ein von der SS infiltriertes Sanitätskorps geworden, das eben bereits in den 1940er Jahren im Verdacht stand, eben einem Verdacht, der sich später auch bewahrheitete an den Verbrechen des Regimes, an den Konzentrationslagern, am Krankenmord und am Massenmord an den Juden beteiligt zu sein. Kritische Nachfragen blockte Karl Eduard ab. Skeptische Amtskollegen, beispielsweise aus Schweden oder Großbritannien, hielt er hin. Als ausländische Rotkreuzverbände und das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in Genf die KZs besichtigen wollten, wurden ihre Gesuche verschleppt oder gar verhindert. Alles gehe mit rechten Dingen zu, versicherte der freundliche Herzog mit den guten Manieren, und bereitwillig schenkten ihm viele seiner Gesprächspartner Glauben. Noch 1940 beteuerte Karl Eduard im Weißen Haus und auf gesellschaftlichen Empfängen, die jüdische Bevölkerung im besetzten Polen werde gut behandelt und versorgt. Selbstverständlich kümmere sich das DRK genauso um die Polen und sogar um die Juden wie um die eigenen Leute, wenn nicht gar mehr. SA-Obergruppenführer Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha stand bis April 1945 auf der Gehaltsliste der Reichskanzlei. Er überlebte das Dritte Reich, wurde kurzzeitig interniert, aber schließlich als Mitläufer und Minderbelasteter eingestuft. Einsicht? Reue? Fehlanzeige. Bis unmittelbar vor seinem Tod soll er beteuert haben, er habe nur getan, was seine Großmutter, Queen Victoria, ihm eingeschärft hatte. Ein guter Deutscher zu werden. Man muss bei dieser Formulierung Acht geben. Er benutzt es später in seinem Leben und vor allem eben nach 45 auch als Rechtfertigungsstrategie. Er hätte ja nur an seinem inneren Gewissen, Deutschland zu schützen und Deutschland zu helfen, versucht, dieses eben zu erfüllen und diesem Gewissen zu folgen. Ich glaube hingegen, dass Karl Eduard sehr wohl wusste, was er tat, und zwar eben auch aus nationalsozialistischer Überzeugung, aus Profitgier und aus dem Streben nach Einfluss. Er wurde für seine Dienste im Nationalsozialismus privilegiert. Er wurde reich entlohnt und er hat auch international eben sehr viele Verbindungen knüpfen können, sodass er auch machtvoll agieren konnte. Karl Eduard war also alles andere als ein naiver Mitläufer. Davon ist Hubertus Büschel überzeugt. Es ist zweifellos, dass Karl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha ein Kriegsverbrecher war, auch wenn er niemals in Nürnberg vor Gericht stand. Davon sprechen eindeutig alle Akten, davon spricht seine Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz und davon spricht vor allem sein Handeln im Bezug der Shoah, wenn zahlreiche Personen versucht haben, über ihn Bekannte, Verwandte und Freunde aus dem nationalsozialistischen Deutschland zu retten und er alle diese Interventionen an die SS weitergegeben hat, sodass diese Menschen schließlich in die Vernichtungslager transportiert wurden. Warum er? Warum Karl Eduard? Ja, das war ganz spannend, weil diese Büste von dem Karl Eduard befindet sich gleich im Eingangsbereich in so einem Oktogon, wie ja gerade im Beitrag schon gesagt wurde. Ja, das war eigentlich das Erste, was ich gesehen habe. Und ich habe mich mit dem Christoph Mauni auf dem Weg dahin schon so unterhalten über die... Ja, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, aber ich habe so gesagt, das ist so das Böse in den Menschen und dass wir eigentlich so eine wahnsinnige Kraft in das Verdrängen des Bösen in uns legen und dass eigentlich nur das
noch bösere herauskommt sozusagen durch diese Verdrängungsleistung. Und dann meinte er so, ja, schau mal, hier haben wir auch einen ganzen Bösewicht. Und dann hat er mir eben diesen Karl Eduard gezeigt und mir auch ein bisschen von der Geschichte erzählt, also von seiner Lebensgeschichte und seiner Verquickung mit dem NS. Und dann war ich so, naja, und wo habt ihr da die Tafel? Und er meinte so, naja, da gibt's keine Tafel. Schau mal, das wurde ganz elegant und auch ein bisschen beschämt gelöst, indem man nur so einen schwarzen Sockel gemacht hat. Und dann dachte ich so, boah, krass, das wurde, also das wäre quasi wirklich was, was eine Tafel bedürfte. Und dann dachte ich, naja gut, jetzt ist es, ich bin jetzt da und dann mache ich eben diese Tafel. Und dann habe ich verschiedene Versionen geschrieben und gemerkt, dass trotz aller Niederträchtigkeit und Bösartigkeit ich trotzdem aus der Sicht dieser Figur erzähle und aus dieser Sicht, also wenn ich aus einer Figur heraus spreche, die ist ja nicht im Vernichtungswillen ihrer selbst unterwegs, sondern die will sich ja quasi erklären. Und deshalb habe ich so eine schwierige Position gehabt, weil ich einerseits Kritik üben wollte, andererseits aus der Figur heraus die Angst hatte, Sachen zu reproduzieren, ich wollte ihn nicht so verteidigen lassen. Und dann und andererseits wollte ich auch erzählen, was er gemacht hat. Mhm. Deshalb habe ich diese ganze Aufzählung, dass er quasi sagt, was die anderen über ihn sagen. Es war mir einfach wichtig, dieses schreckliche, dunkle Geschichte des Hauses auch mitzuerzählen, aber nicht auf eine Art, dass alle dann sagen, okay, da gehen wir jetzt raus oder wir canceln das jetzt weg oder so, sondern dass man sagt, nee, wir müssen uns damit beschäftigen, weil die Sachen gehen ja weiter. Ja. Die Sachen sind ja nicht vorbei. Wir tragen Keime davon in uns. Mhm. Das sind, ich will einfach nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Herzog Karl Eduard von Sachsen, Coburg und Gotha. Was soll der schwarze Sockel da? Warum ist dort, wo meine Ahnen auf Gold gebettet sind, bei mir nur schwarzer Stein? Als wären das alles Engel gewesen. Und sie kommen hierher, sehen den Sockel und denken, ha, da steht der Übeltäter. Der Totengräber der Weimarer Republik. Der Fürst, der in die Machenschaften des Dritten Reichs verstrickt war. Hitlers Herzog. Als ließe sich das Übel der Zeit so bannen. In mir. In diesem Sockel. Try to be a good German, hat meine Großmutter zu mir gesagt. Try to be a good German. Mein Leben lang hat dieser Satz in mir nachgehallt. Ein guter Deutscher. Was soll denn das sein? Eine sehr schöne Tafel, die du da geschaffen hast. Vielleicht noch Klammer auf, du hast von Christoph Moni gesprochen. Das ist ein ehemaliger, ganz wunderbarer Kollege von mir. Der hat das Format ursprünglich ins Leben gerufen, weil du weil man sonst vielleicht nicht versteht, wer das ist. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie lässt du dich allgemein inspirieren? Also du hast ja gerade auch schon gesagt, wie du dann in die Figuren schlüpfst. Aber wie kommen die Themen zu dir? Gewisse Sachen interessieren mich sehr. Zum Beispiel in diesem alten Vogelsaal gibt's die Büste von dem Christoph Willibald Glucks Büste. Und die fand ich wahnsinnig toll, weil das war ja ein Opernkomponist und ein Neuerer der Oper. Und das weiß ich aber nur so von der Uni und so vom irgendwie so im ganz, ganz weit in meinem Gedächtnis war das vergraben. Aber die Büste an sich war schon sehr spannend, weil die Figur hat Pockennarben. Und man sieht halt, und das ist auch so ein Shift in der Kunstgeschichte, dass plötzlich nicht mehr so eine idealisierte Darstellung vorherrscht in den Figuren, in den Büsten, sondern die realistische. Und ich glaube, dass es genau an dieser Kippe diese Figur entstanden ist von Udon, dem Skulpteur. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, vor allem, weil ich dachte, spannend, hier wird quasi das, was dieser Mensch gemacht hat, in der Form der Büste schon auf eine Art präsentiert. Und sowas finde ich, ich liebe das, wenn Form und Inhalt ineinander fallen. Tun sie eigentlich immer, aber meistens unbewusst und dann ist es nicht so gut. Ja. Also bei Kunstwerken. Ja. Aber wenn sie es bewusst machen, dann bin ich einfach begeistert oft. Mhm. Außer es ist ganz schlecht gemacht. Aber in dem Fall ist es ganz hervorragend gemacht und da kam halt dieses Interesse an dieser Figur des Gluck mit dem Interesse an dieser Formalia. Und dann habe ich ihm halt ganz lange in die Augen geschaut, der Figur. Ich habe viele Fotos gemacht. Ich bin drumherum gegangen. Ich habe mir ein paar Sachen angehört, die der Gluck komponiert hat. Also ich gehe da ganz breit ran. Also wenn mich irgendwas interessiert, ein bisschen wie die Perle, die aus einem Dreckkorn in der Muschel entsteht. Ja. So, das Dreckkorn ist einfach etwas, das meine Aufmerksamkeit fängt und dann bilde ich das herum. Und manchmal verwerfe ich auch wieder. Es ist jetzt nicht so, dass aus jedem kleinen Staubkörnchen eine Perle wird. Das wäre...
aber aus mancher schon. Du hast ja jetzt, also ich würde gerne auch mal, weil du ja wirklich sehr spannend bist, also und die Beredsamkeit der Dinge ja eigentlich nur ein kleines Körnchen, eine kleine Perle in deinem Schaffen ist, nochmal auf dein Werk sozusagen zu sprechen kommen. Dein aktueller Roman ist ja Der tanzende Berg, also ein ganz wunderbares Buch, wo es einmal sehr realistische Schilderungen gibt, dann aber auch fast fantastische. Darum wollte ich jetzt gar nicht reden darüber, sondern über das, was jetzt kommt. Da hast du ja mit vielen anderen zusammen verschiedene Körnchen geholt. Es heißt, wir kommen. Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst. Das freut mich sehr, weil ich bin einerseits sehr stolz und andererseits ein wenig überarbeitet, weil wir mittendrin noch sind in dem Endlektorat. Aber genau, soll ich kurz das Projekt? Ja, gerne. Genau, also mit Verena Güntner und Julia Wolf zusammen habe ich das Kollektiv Liquid Center gegründet, in dem wir feministische Fragestellungen auf unsere Fahnen geschrieben haben und die Sichtbarkeit im Literaturbetrieb einfach erhöhen wollen für diese Themen und zugleich das kollektive Arbeiten auch ins Zentrum rücken, weil mich stört schon, seit ich anfange, Kunst zu machen, dass es gewisse Kunstformen gibt, wo das normal ist, zum Beispiel im Hörspiel oder im Podcast, wo wir hier nicht alleine, also wir könnten jetzt nicht ohne die Arbeit der Toningenieurs überhaupt. Vor der Tür hinter der Scheibe sitzt genau. Oliver. Hallo Oliver, danke schön. Hallo, ja. Genau, oder Bands haben auch mehrere Mitglieder. Und in der Literatur ist es sofort das Individuum, das Genie. Und das hat mich immer total genervt, weil ich will Kunst machen und die Literatur, die Wörter sind halt meine Materie, aber eigentlich mag ich fühle mich nicht so wohl in diesem seltsamen Elfenbeinturm-Gerede. Und das hat eigentlich im letzten Jahrhundert ja auch schon so viele Ausbruchversuche gegeben. Und genau, wir wollten einfach kollektives Arbeiten in die Literatur einführen. Das ist ja subkulturell schon ganz lange. Leute schreiben Manifeste ja auch nicht allein. Aber in der hohen Literatur sozusagen, unter Anführungszeichen, ist das überhaupt noch gar nicht vertreten. Und deshalb haben wir das Genre des Kollektivromans gegründet und haben ein gutes Dutzend, also mehr, 15 andere Autorinnen angefragt, mit uns zusammen über Sexualität und Alter zu schreiben. Also auch weibliches Begehren und Alter ist auch wir drei, also Julia, Verena und ich sind jetzt auch über 40 und das ist auch so ein interessantes Thema, wenn man so merkt, der misogyne Literaturbetrieb, der eigentlich schon sehr auf die Optik von Autorinnen abgeht, oder ist mir immer aufgefallen, dass die erstmal 10 Fotos machen, bevor sie fragen, was ich schreibe, so. Dass man da quasi an Wert verliert, weil man eben eine andere Altersstufe geht. Und das fand ich super spannend. Und aber auch das Begehren an sich ist so tabuisiert. Und wir haben eben die Leute eingeladen unter dem Schutz der Anonymität. Also es wird auf dem Buch dann nur der Name stehen, also unsere aller Namen. Eigentlich auf dem vorne steht gar nichts von uns, nur dass es eben ein Kollektivroman ist. Was ist vorne drauf? Vorne es ist eigentlich ein Ballon und das ist so eine Plastikfolie, die so Ausbuchtungen hat, die einen Körper annehmen. Mhm, aber es ist nicht ganz, es ist kein binär gelesen, oder viele sagen, es ist ein Frauenkörper, aber manche sagen auch, es ist eine Transfrau, es ist, es ist eigentlich unklar, welcher Körper da ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr körperliches Cover, sage ich jetzt mal. Es sieht aber auch gar nicht so gealtert aus, weil du jetzt sagtest, wenn man über einen gewissen Reifeprozess... Es sieht nicht gealtert aus, aber wir haben die Frage des Alters haben wir nicht auf ein Alter beschränkt, das das hohe Alter ist, sondern wir haben Leute von 25 bis 80 eingeladen. Mhm. Also altern tun ja auch Babys. Alle altern. Ja. Jeder Mensch, der das hört, altert gerade. Mhm. Good luck with it. Genau. Und von der körperlichen Liebe möchte ich gerne zu einer anderen Liebe, vielleicht einer geistigen, eher überleiten, dem Gothaer Liebespaar. Ein Beitrag von Dagmar Trübschuch. Spurensuche. Was für Paris die Mona Lisa und für Dresden die Sixtinische Madonna, das ist für Gotha sein Liebespaar. Das wohl berühmteste Gemälde und Herzstück der Sammlung. Doch wenn ganze Generationen von KunsthistorikerInnen glaubten, alles über das berühmte Liebespaar zu wissen, dann haben sie sich geirrt. Es ist so, dass über dieses Gemälde in aller Regelmäßigkeit alle paar Jahre eine neue Interpretation veröffentlicht wird und mit neuen Ideen, neuen vielleicht Erkenntnissen oder Interpretationen, was sehr schön ist, insofern, weil man natürlich ein Meisterwerk auch daran misst, was es eben an Überlegungen oder eben an Geheimnissen gibt.
Dr. Timo Trümper ist Direktor Wissenschaft und Sammlungen der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Er kennt die Geschichten, die sich um das Herzstück der Sammlung ranken, um das wohl berühmteste Liebespaar Thüringens. Doch wer sind die beiden? Das Doppelporträt und ein geheimnisvoller Text lassen verschiedene Deutungen zu. Zeit für uns, auf Spurensuche zu gehen. Betritt man die rot verkleideten Räume der Gemäldegalerie im ersten Stock des Herzoglichen Museums, fällt einem das Gotha-Liebespaar als erstes ins Auge. Es ist das erste großformatige Doppelbildnis in der deutschen Tafelmalerei. Das Bild zeigt einen jungen Mann und eine junge Frau vor einem dunklen Hintergrund. Als Halbfiguren lebensgroß gemalt, reich gewandet und von einem Spruchband über ihren Köpfen umspielt. In zärtlicher Zuneigung sind sie einander zugewandt. Der junge Mann umfasst die Frau liebevoll. Sie hat die Quasten seines Umhanges ergriffen und schiebt, selbst versunken, einen goldenen Reif über eine dieser Quasten hinweg. Da wird eben körperliche Nähe, Zuneigung und man muss sagen auch tatsächlich Erotik in das Bild gesetzt, weil das Motiv, wie dieses goldene Schmuckstück über diese Trotteln bei dem Mann geschoben wird, das darf man schon als eine erotische Andeutung verstehen, die hier in das Bild gesetzt ist. Auf dem Gemälde sollen angeblich Graf Philipp von Hanau-Münzenberg und die bürgerliche Margarete Weißkircher abgebildet sein. So kann man es zumindest in mancher Fachliteratur lesen. Die beiden wurden nach dem Tod von Graf Philipps Frau Adriana ein Liebespaar. Obgleich die Verbindung nicht ebenbürtig war, lebten sie 23 Jahre lang zusammen bis zu Graf Philipps Tod im Jahr 1500. Diese romantische Geschichte wird nach wie vor immer wieder gerne erzählt. Doch zeigt das Bild wirklich dieses prominente Liebespaar? Was wir wissen ist, dass das Bild um 1485 von einem Meister des Amsterdamer Kabinetts geschaffen wurde. Wer der Maler war, das wissen wir nicht. Das Gemälde ist nicht signiert, was jedoch für diese Zeit nicht unüblich war. Wichtig für unsere Spurensuche ist jedoch das Datum, denn 1485, im Entstehungsjahr des Gemäldes, war Graf Philipp bereits 36 Jahre alt. Das Bild zeigt jedoch einen Jüngling. Und das entsprach nicht den Porträtkonventionen des 15. Jahrhunderts, die großen Wert auf Ähnlichkeit der Darstellung legten. Und wenn wir uns aber die beiden hier auf unserem Bildnis anschauen, so ist doch eine sehr deutliche Idealisierung zu erkennen. Also gerade bei dem jungen Mann scheint es sich ja nicht um einen individuell dargestellten Jüngling zu handeln, sondern vielleicht von einer Idealfigur eines Höflings mit diesen gelockten Haaren und diesen verklärten Gesichtszügen. Wenn man also in die niederländische Malerei der Zeit geht oder auch in die deutsche Malerei der Zeit geht, man doch einen weitaus stärkeren Realismus entdecken kann, der natürlich das Individuelle der Dargestellten in der Porträtkunst in den Vordergrund stellt. Das haben wir hier nicht. Und diese Porträtbildnisse auch immer kleinen Formates sind. Also viel intimere Darstellungen. Und hier plötzlich hat man es mit lebensgroßen Personen zu tun, weshalb dieser Versuch einer Identifizierung oder die Einordnung dieses Gemäldes in die Gattung der Porträts meines Erachtens also in eine Sackgasse führt. Und wie edel auch die Frau gekleidet ist. Sie trägt eine mit goldenen Sonnen bestickte Haube. Ihr dunkles Gewand fällt locker und ist aus feinem Stoff. Was für ein schick gekleidetes Paar. Es können nur Personen aus dem Adel sein. Und wenn wir das dann mit dieser Idealisierung in Verbindung bringen, dann haben wir hier es mit einer höfischen Liebe, mit der Minne zu tun. Und einen weiteren guten Hinweis liefert auch das Bild selbst. Das geschwungene Schriftband, das die Köpfe der Liebenden umspielt, nimmt fast ein Drittel des Gemäldes ein.
Es ist ein Liebes- und Treueschwur in alemannischer Mundart. Das Wunderbare dieses Bildes ist, es ist nicht nur eine wirklich zauberhafte Darstellung dieses Liebespaars, sondern wir haben es auch noch mit Schrift zu tun, künstlerisch, kalligraphisch mit so fliegenden Spruchbändern, die eben auch außergewöhnlich sind und die aber doch einen gar nicht so komplizierten Zugang zu diesem Bild bieten. Man muss nur an der richtigen Stelle anfangen, nämlich nicht ganz links im Bild, sondern über dem Kopf der Dame, die hier somit eigentlich als Akteurin startet in diesem Bild. Die Künstlerin Elisabeth R. Hager hat diesem historischen Spruchband eine moderne Stimme geschenkt. Sie hat euch nicht ganz verachtet, die euch dieses Schnürchen hat gemacht. Und mit Recht hat sie's getan, hat sie doch ihren Anteil dran. Unsere Liebe sprengt Raum und Zeit, unsere Liebe killt die Einsamkeit. Unsere Liebe wird weithin bewundert, unsere Liebe sprengt das 15. Jahrhundert. Hausbuchmeister, jetzt male schnell, unsere Liebe ist weit und hell. Wir wollen nicht im Atelier abhängen, wenn die Körper zueinander drängen. Sie hat euch nicht ganz verachtet, die euch dieses Schnürchen hat gemacht. Und mit Recht hat sie's getan, hat sie doch ihren Anteil dran. Unsere Liebe sprengt Raum und Zeit, unsere Liebe killt die Einsamkeit. Unsere Liebe wird weithin bewundert, unsere Liebe sprengt das 15. Jahrhundert. Und mit Recht hat sie's getan, hat sie doch ihren Anteil dran. Ihren Anteil dran. Und so wird jede Zeit wieder vielleicht einen neuen Blick auf dieses Meisterwerk werfen. Und auch das macht eben vielleicht ja das Besondere dieses Bildes aus, dass man nie zu einer endgültigen Interpretation kommen wird und dass man nie das letzte Geheimnis dieses Gemäldes finden wird und dass es großen Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und vielleicht einen ganz eigenen Zugang zu diesem Gemälde findet. Wie war dein ganz eigener Zugang zu diesem Gemälde? Ja, ich fand es auch verrätselt und gleichzeitig sehr klar, was da vor sich geht. Zwei Menschen, die sich lieben und die Vorzeichen sind ungeklärt. Weil das war die Info, die ich bekommen habe, dass eben, genau wie im Beitrag ja schon erwähnt, dass es sich eben um eine weltliche Darstellung der Liebe handelt, wo die Leute auf einem Bild zusammen zu sehen sind und was ganz was Neues ist. Und da könnte ich wieder anschließen mit unserem Buchprojekt Willkommen, das Mitte März bei Dumont erscheint, weil da haben wir auch einfach ein neues Genre erfunden, nämlich den Kollektivroman. Und beim Gotha Liebespaar ist auch dieser Innovationswert total groß, weil das war quasi das erste Mal. Was mich total geflasht hat auch, war diese Inschrift. Die hat mich dann auch inspiriert zu meinem Rap-Song, den ich dann gemacht habe über dieses Bild. Nun ist jetzt der Rap keine ganz neue Musikform. Aber für mich war es doch in diesem Kontext ganz was Neues. Und ich wollte auch, habe ich ja vorher schon gesagt, dass ich das liebe, wenn Form und Inhalt in eins fallen. Ich wollte auch formal eine Herangehensweise wählen. Das fand ich nur konsequent. Also eine Form zu wählen, die den Innovationsgrad auch deutlich macht. Ja, ich wollte es gerade sagen, doch das hast du jetzt gerade gesagt, dass das eben ein Rap ist und dass das wirklich sehr deine Bandbreite auch zeigt, das ganze Projekt bei uns im Herzoglichen Museum, weil Rap dann manchmal nur ganz minimale Klänge, also sollte man sich anhören. Man kann es noch bis 31. März sich anhören. Wer zu uns ins Herzogliche Museum kommt, der wird dann eben vor den Objekten, vor den acht, die Elisabeth sich ausgesucht hat, diese wunderschönen Sessel, gemütlichen Sessel finden mit einem Stoff darüber. Da steht dann das Gedicht oder der Beitrag drauf. Auch ein QR-Code, der führt dann eben zu deinen Klangkunstwerken. Die kann man sich auch nochmal im Internet anhören. Man findet sie auch über unsere Website www.friedenstein.eu. Wer bis dahin noch andere Dinge lesen möchte, da wäre dann vielleicht der Tanzende Berg noch zu empfehlen. Außerdem hast du ja schon einen Nachfolger auch gekürt. Wer ist denn das? Das ist Yannick Hahn-Bjau-Federer. Und da freue ich mich auch sehr, weil bei der Überlegung, wer die Nachfolge antreten könnte, war mir wichtig, dass im Ensemble der einzelnen Stücke
also der einzelnen Leute, dass wir da eine gewisse Spannung erzielen. Dass ich jetzt eben nicht eine österreichische Freundin, die auch gerne über Berge schreibt und über Feminismus frage. Also ich meine, natürlich hätte ich auch machen können und hätte ich gerne gemacht. Aber ich dachte, ich möchte gerne eine Position, einen Autor, der möglichst entfernt von meiner eigenen Handschrift arbeitet. Und ich schätze Janiks Arbeiten sehr, also seine Romane, die ich bisher gelesen habe, und finde einfach, dass er so einen ganz trockenen, kurzen Stil hat, der sich einfach sehr stark abhebt, sowohl von Miko als auch von meiner Handschrift. Und das fand ich super spannend. Und außerdem dachte ich, er bringt wahrscheinlich auch was ganz anderes mit. Also anders als Miko und ich bin ich mit Janik Handbier-Federer nicht befreundet. Ich habe ihn einmal getroffen und schätze ihn einfach sehr als Autor und habe mich wahnsinnig gefreut, dass er das machen möchte. Ja, ich freue mich auch über die Wahl. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal mit ihm gesprochen. Sehr sympathisch, auch spannende Themen. Also ich bin gespannt, was er dann im nächsten Jahr sich aussucht, welche Objekte. Ja, ich auch. Wir sind eigentlich auch schon wieder am Ende. Das war schade. Ich würde gerne noch mit dir weiterreden. Ich auch. Es gäbe noch sehr viel, aber vielleicht kommt noch mal eine andere Gelegenheit. Würde mich sehr freuen. Dann danke an dich. Ja, und ich sage auch danke. Und allen Leuten, die jetzt ins Museum stürmen, viel Spaß. Dies war die 11. Folge des Podcasts der Friedenstein Stiftung Gotha, konzipiert und geschrieben von Claudia Klein, Dagmar Trübschuch und Susanne Finne-Hörr, die auch moderiert hat. Es sprachen Johanna Zehntner und Oliver Brot, der die Beiträge editiert und gemischt hat. Die Jingles komponierte Bertram Denzel. Wir arbeiten schon an der nächsten Folge, in der es um eine Heilige geht, die in einen Diebstahl verwickelt war. Abonniert uns doch einfach, dann seht ihr sofort, wenn wir wieder für euch von unserem Schlosshügel senden. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört in euren Friedensteinfunk.